Dankeschön. Ja, mein Sohn ist jetzt 5 Monate alt und letzte Woche kam endlich die Geburtsurkunde. Es gibt ihn also wirklich. Zugegeben, ich habe es geahnt und ihn auf gut Glück gefüttert. Doch manchmal hatte ich meine Zweifel. Bilde ich ihn mir ein? Vielleicht ist er nur eine Impfreaktion? Wie diese Herzmuskeltrompeten, von denen man so viel liest. Aber da stand es, schwarz auf weiß. Name Eckart, Vorname Franz Ferdinand. Nationalität österreichisch, deutsch. Ich war ein wenig überrascht über diesen Gendefekt. Aber ich dachte mir, egal, es ist immer noch mein Kind. Ja? Irgendwie. Ich würde es ja auch noch lieben, wäre es ein Mörder oder heterosexuell. Ich habe also nicht dem ersten Impuls nachgegeben, es in der Lausitz auszusetzen. Vielleicht zieht es dort ein Rudel Ungeimpfter auf. Nein, 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 nein. Ich bin ganz ruhig geblieben. Ich wusste sofort, das kann nur ein bürokratischer Fehler sein. Deswegen bin ich aufs Standesamt, zeigte die Geburtsurkunde und meinte zu der Dame freundlich, Sie teutonische Trutschen! Sie... Ja, gut. Der Selbsthass ist stark in Ihnen, gell? Aber ist ja schön, ist ja schön. Sie haben meinen Sohn eingedeutscht. Und da meinte sie, was rege ich mich so auf, ja? Er sei ja nur zur Hälfte deutsch. Aha. Und welche Hälfte? Rechts oder links? Oben oder unten? Gehirn oder Gemächt? Das heißt Kopferl oder Zumpferl? Hm? Ich hoffe ja das Zumpferl. Ja? Damit könnte ich leben. Wenn er jodelt wie ein Ösi und pudert wie ein Biefke. Das... Ich sage Sie, das, ja. Oder das wäre ein Casanova. Wissen Sie, erst packt das mit dem Schmäh, ja, und dann Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Aber die Dame meinte zu mir, nein, 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 die Hälften sind vermischt, wie bei einer Weißweinschorle. Erstens heißt das weißer Spritzer. Sie germanische Krätzen. Und zweitens vermischt sich das nicht, das Österreichische und das Deutsche. Das ist wie eine Wasserkernölemulsion. Das heißt, in meinem Kleinen tobt fortan ein steter Kampf, wie bei Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Also tagsüber ist er Österreicher und völlig normal. Ja? Sitzt angsoffen auf Ibiza, begrapscht seine Töchter und trischt seine Söhne zum Rhythmus des Radetzky-Marsch. Aber dann plötzlich, Punkt Mitternacht, verwandelt er sich in dieses deutsche Ungetüm, das Soße über Schnitzel kippt. Und das, ja... Das alles nur, weil er hier geboren ist. Hätte ich das vorher gewusst, ich wäre ja geflüchtet. Bei der ersten Wehe wäre ich geflüchtet. Ich hätte es vielleicht nicht bis nach Österreich geschafft. Bei Chemnitz sieht man schon das Köpfchen. Aber ich hätte die Backen zusammengepresst. Ja, Hauptsache über die Grenze. Ja, dann wäre er jetzt Tscheche. Das heißt Böhme. Also wieder Österreich. Aber... Ja. Habe ich nicht gemacht. Geschenk ist Geschenk. Ja, die Nationalität lässt sich nun einmal nicht ändern. Was sich ändern ließe, das wäre sein Geschlecht. Ja, dann wäre er nicht mehr Deutscher, sondern nur mehr Deutsche. Ein Buchstabe weniger. Also da dachte ich mir, dass der Gang am Standesamt nicht völlig sinnlos war. Hey, warum nicht? Ja, ich habe sein Geschlecht geändert. Sie hat mich dann freundlich gefragt, die Dame, das heißt, ihr Sohn fühlt sich als Frau? Ich sagte, nein, um Himmels Willen. Er fühlt sich als Habsburger. Meinte darauf doch, diese preußische Blutzen Habsburger ist kein Geschlecht. Gute Frau, es ist das einzige Geschlecht. Alle anderen sind divers. Dankeschön.